Im folgenden Video Spiele als Möglichkeitsräume werde ich Ihnen entgegentreten, nur etwas anders angezogen. Ziel des Videos ist es, eine Verbindung zwischen Informatik und der Gestaltung von Spielen herzustellen. Und dabei wird zentral das Konzept der prozeduralen Rhetorik stehen. Und die Frage, wie kann man Spiele verwenden, um Menschen von etwas zu überzeugen? Hallo und willkommen zu meinem Vortrag zu Spielen als Möglichkeitsräume. Ziel dieses Vortrags ist es, zu verstehen, wie die informatische oder technische Struktur von Spielen genutzt werden kann, um für Serious Games Möglichkeitsräume zu eröffnen. Dazu möchte ich als erstes über den Begriff der Modellbildung sprechen. Ganz allgemein wird die Informatik oft als die Disziplin des Problemlösens bezeichnet. Damit wir mit Hilfe der Informatik oder mit Hilfe eines Computers solche Probleme lösen können, müssen wir sie aber auch erst in eine informatische Struktur überführen. Und das nennt man die Modellbildung, nämlich Abbilder der Wirklichkeit oder eines Ausschnitts der Wirklichkeit ins Digitale zu schaffen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Eine Verkehrsampel. Die hat drei Zustände, simpel gesagt Rot, Gelb und Grün. Und jeder dieser drei Zustände hat einerseits eine Repräsentation in Form der Farbe und andererseits eine damit verknüpfte Information, nämlich Halt, Achtung oder freie Fahrt. Und für die Verkehrsampel ist das, was notwendigerweise im Modell am Computer abgebildet sein muss. Alles andere, die Beschaffenheit der Ampel, ob sie aufgehängt ist oder auf einem Pfahl steht, ob sie vertikal oder horizontal montiert ist, aus welchem Material das Gehäuse besteht, all das ist unwesentlich und für das Modell nicht wichtig. Der nächste Begriff, den ich diskutieren möchte, ist der der Abstraktion. Wie zum Beispiel die Ampel am Computer auf diese drei Zustände abstrahiert werden würde. Und Abstraktion spielt auch in Spielen eine wichtige Rolle. Wir können Spiele auch als Modelle begreifen. Nicht nur, weil sie technische Artefakte sind, sondern weil sie Modelle sind, die einerseits durch die Spielregeln und die verschiedenen Zustände, die das Spiel einnehmen kann, definiert sind. Nehmen wir mal wieder ein Beispiel, nehmen wir Fußball. Wenn Sie sich ein zeitgenössisches Fußballspiel einfach nur anschauen, auf einem Screenshot oder in einem Video, dann werden Sie sehen, dass auf der Ebene der visuellen Repräsentation bereits fast kein Unterschied mehr zur Realität besteht. Wenn Sie einen virtuellen Lionel Messi sehen, werden Sie auf den ersten Blick glauben, das ist der echte. Auf der Ebene des Spiels allerdings findet etwas mehr Abstraktion statt. Von der Fülle an Möglichkeiten, die ich in der Wirklichkeit habe, einen Fußball zu schießen, durch die Ausrichtung des Rists, in welchem Winkel trifft der Rist des Fußes den Ball, wie weit hole ich aus, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich mein Fuß nach vorne, wie ist die Beschaffenheit des Bodens und so weiter und so weiter. Diese unendliche Fülle an Möglichkeiten, wie ich diesen Ball mit meinem Fuß treffen kann, wird im Modell des Computerspiels abstrahiert auf ein, zwei oder drei Knopfdrücke. Sie sehen also, diese Abstraktion kann auch verschieden gewichtet sein. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir ein Spiel zum Herrn der Ringe. Ein Spiel zum Herrn der Ringe, in dem man zaubern kann, in dem es Orks gibt. Und was zeigt uns das? Wir können diese Modelle nicht unbedingt nur von der Realität bilden, sondern wir können auch fiktive Wirklichkeiten als Grundlage nehmen, um ein Modell für ein Spiel zu abstrahieren. Damit man sich dann mit einer Welt, in der es Zauberei gibt, gut auseinandersetzen kann, gibt es ein Konzept, das kommt aus dem Theater, das nennt sich die Willing Suspension of Disbelief. Das freiwillige Außer Acht lassen von Zweifeln.
wenn dieses Modell gut präsentiert wird und in sich geschlossen ist, man sagt dazu auch auf Englisch, eine inner consistency of reality hat, dann ist es uns möglich zu akzeptieren, dass es Orks gibt und dass wir diese verzaubern können. Und dann können wir auch mit so einem abstrakten Modell einer fiktiven Wirklichkeit interagieren. Und wenn wir spielen, dekonstruieren wir dieses Modell wieder. Das heißt, wir bauen wieder diese Herr-der-Ringe-Welt, wie wir sie vielleicht auch, wenn wir ein Buch lesen würden, in unseren Köpfen aufbauen würden. So bauen wir sie auch beim Spielen auf, während wir diese Realität dekonstruieren. Kommen wir dazu, wie solche Modelle am Computer dargestellt werden. Nämlich als sogenannte State Machines oder Zustandsapparate. Die bestehen aus Knoten und Kanten, die die Übergänge zwischen diesen Knoten repräsentieren. Kurzes Beispiel, ein Kaffeeautomat, der fristet die meiste Zeit seines Daseins im Zustand Warte auf Münzeinwurf. Wenn dann Münzen eingeworfen werden, würde er in den Zustand wechseln, Warte auf Getränkeauswahl und so weiter. Ein Spiel, das sich auch sehr gut als so eine State Machine darstellen lässt, ist Tic-Tac-Toe, wie Sie hier sehen können. In Tic-Tac-Toe gibt es drei mögliche Zustände, wie der erste Zug des Spiels aussehen kann, nämlich in die Ecke setzen, in die Mitte des Spielfelds setzen oder in die Mitte einer Kante setzen. Davon abhängig kann dann Spielerin 2 ihren oder seinen Zug machen und es ergeben sich immer mehr Möglichkeiten in diesem Zustandsapparat, der sich nach unten weiter verästelt. Jetzt frage ich Sie, wie viele mögliche Spielverläufe gibt es bei Tic-Tac-Toe? Ich darf es auflösen. Ganz genau sind es 255.168. Klingt viel, für ein Modell in einem Computer ist das sehr, sehr wenig. Und Sie werden auch festgestellt haben, wenn Sie Tic-Tac-Toe gespielt haben, dass dieses Spiel sehr einfach einzuschätzen ist und Sie den Ausgang relativ gut vorhersagen können. Und deswegen, wenn ein wenig erfahrene Spielerinnen Tic-Tac-Toe spielen, geht das Spiel auch meistens unentschieden aus. Und wenn wir so ein Spiel wie Tic-Tac-Toe spielen, dann machen wir eigentlich nichts anderes, als dieses Modell zu erforschen. Und das Spiel zu spielen heißt eigentlich, mit dieser State Machine im Rahmen der Spielregeln zu interagieren, um zu einem möglichst guten Ergebnis zu kommen, nämlich das Spiel zu gewinnen. Kommen wir nun zum zentralen Begriff dieses Vortrags, zum Begriff der prozeduralen Rhetorik. Ein besonderes Merkmal von Spielen ist nicht nur, dass sie als Modelle repräsentiert werden können, sondern die Prozeduralität, die Ablauforientierung. Spiele sind immer durch verschiedene Abläufe konstituiert und mit diesen Abläufen können wir interagieren, wenn wir ein Spiel spielen. Und die prozedurale Rhetorik sagt, dass Spiele uns erlauben, eine ganz besondere Art von Argumenten zu machen. Nehmen wir im Vergleich den Dokumentationsfilm, der erlaubt, Argumente zu machen auf Basis von Fakten, die dann mit Hilfe von Bildern oder Interviews emotionalisiert werden. Die prozedurale Rhetorik hingegen macht das Argument in der Interaktion mit dem Abläufen des repräsentierten Systems. Geprägt wurde dieser Begriff der Procedural Rhetoric auf Englisch von Ian Bogost, der sagt, dass wir in der Interaktion mit diesen Systemen lernen und beurteilen können. Ganz abschließend noch ein letztes Beispiel. Das Spiel The Fool is Dying, finanziert von der UNESCO in der Zeit des Bürgerkriegs im Sudan. Dort herrschte große Wasserknappheit, die Brunnen der Dörfer sind ausgetrocknet und im Spiel übernimmt man die Rolle eines Einwohners, einer Einwohnerin von Darfur auf der Suche nach Wasser. Und diese Suche nach Wasser ist sehr riskant und birgt das Risiko, getötet oder verschleppt zu werden. Im Spiel erlebt man dieses Problem und diese Gefahr interaktiv in der Auseinandersetzung mit diesen von der Wirklichkeit im Spiel repräsentierten Abläufen. Und am Ende scheitert man zwangsläufig. Man schafft es nicht,
diese Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Und darauf baut die prozedurale Rhetorik des Spiels der Freestyle auf. In der Auseinandersetzung mit den Spielmechaniken, die uns zeigen, wie schwierig es ist, diese Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, lernen wir, dass wir den Menschen im Sudan helfen müssen und bekommen eine Möglichkeit in die Hand, diesen Brunnenbau durch eine Spende zu unterstützen.